Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Trine. Ja, das Spiel habe ich gerade beim Steam-Deal für unglaubliche 2 Euro oder 1,99 erstanden und es war eigentlich nie als Let's Play gedacht, aber da es eigentlich ganz cool ist von dem, was ich davon weiß, habe mal ein Video bei Total Biscuit gesehen. Ja, sieht eigentlich lustig aus und ich nehme es einfach nebenbei auf. Weil es so nebenbei ist, könnt ihr im Hintergrund vielleicht von Zeit zu Zeit den Steve O Abonnenten hören, mit dem ich gerade zufällig im Test bin. Ja, Benutzernamen und so. Gut, fangen wir einfach mal an. Und once upon a time, in a land far, far away, a kingdom was prospering. But peace could only last so long. The old king died. With no descendant to the throne, the kingdom fell into chaos. Lust for power blinded warriors and wizards alike. New kings emerged, only to fall the next day. But the madness of men would soon be overshadowed by a far greater evil. The magic that once gave life and good fortune had transformed into something sinister. One by one, grave by grave, the dead began to rise, feeding off the energy that grew stronger with each passing night. Fear spread throughout the kingdom, and it was soon abandoned. On the outskirts of the kingdom, near the Astral Academy, a thief carried out her cunning plan. She had learned of an ancient object of tremendous value. The Astral Academy, left to rot in the face of the terrible enemy. Everything was perfect. She had made her way to the castle and would soon lay her hands on the treasure she so desired. Weigst du sehr? Nimmst du überhaupt noch auf? Jupp, es war gerade das Intro. Und ja, da wollte ich den Sprecher nicht unterbrechen, aber die Story ist nach allem, was ich hiervon mitbekommen habe, nicht übermäßig wichtig. Ich meine, bislang hat keine einzige Figur einen Namen, sondern es ist der Dieb oder die Diebin in diesem Fall, der König, im Hintergrund ist der böse Magier. ja, gut, das hier ist das Tutorial, das habe ich schon gespielt, danach habe ich es abgebrochen, also es wird nicht viel. Es ist so ein Puzzle-Side-Scroller-Adventure-Ding. Und ja, man muss sich hier durch die Level mehr oder weniger rätseln. Dazu hat man die drei Charaktere. Das ist der erste. Man kann beliebig zwischen denen wechseln. Alle haben natürlich einzigartige Fähigkeiten. Es ist aber sogar so weit, dass man eigentlich fast jede Stelle mit jedem Charakter. Smiled at the thief as she made her way towards the shrine of ancient treasure. Mit jedem Charakter. Strangely, the protective charms around the shrine allowed her to enter unharmed. Der dumme Sprecher fängt jedes Mal im Hintergrund gerade dann an, wenn ich einen Satz anfange. Nervig. Ja, man kann auswählen und jedes Rätsel eigentlich mit jedem so ziemlich schaffen. Sie hier kann recht gut springen, hat ihren schönen Greifhaken, den sie sich an Holzwänden festhalten kann, und sie hat ihren Fernkampfbogen. Je länger ich das gedrückt halte, desto genauer fliegt's. Sieht man, glaube ich, ganz gut an den Pfeilen. Gut, sie ist bei den Schatztruhen. Yay. I got it. As the thief lay her hand on the treasure, she had a tingling sensation. The thief would soon discover that fate had taken hold of her. Unknown to the thief, a wizard was just waking up. The wizard had taken a look in the spyglass and seen the terrible undead army. He was keen not to die. By my trousers, I must escape. He had been studying the stars and trying hard to learn the elusive fireball spell that all wizards ought to know. Of course, that was a lie. For you see, the wizard had a certain reputation with the ladies. What he had really been up to
was the creation of a fake fireball potion that would have impressed the ladies and improved his status. The potion had backfired, causing a fortnight of sleep. Ja, allein schon an den Sätzen sollte man merken, dass Humor größer geschrieben wird als Story. Er hat versucht, eigentlich alle Magier wollen den Feuerballzauber haben und er hat nicht den Feuerballzauber gesucht, sondern eine Schriftrolle für Feuerbälle oder Feuerballattrappen, damit er die Frauen beeindrucken kann. Das macht Sinn. Gut, das ist auf jeden Fall der Magier, unser zweiter Charakter. Mit ihm. Er kann nicht kämpfen, er kann nur Sachen bewegen und erschaffen. Wenn ich darunter springe, sterbe ich. Das habe ich schon ausprobiert. Das will ich nicht nochmal zeigen. Gut. Und wie ihr vielleicht auch dort gesehen habt, ziemlich physikbasiert das Ganze. Also wie das gewippt hat. Gut, gehen wir mal weiter. Er kann auch Sachen, die da sind, bewegen. So, man kann Sachen runterschmeißen. Und ja, dieses grüne Zeug, diese Erfahrung wollen wir aufnehmen. Teilweise ist sie gut versteckt, teilweise auch nicht. Ah, ja, schieben wir einfach mal. Und nochmal eins. So, das könnte ich auch wieder hoch machen und da drunter durch und... Nee. Nein, ich will das. Gut, ihr seht, wohin die Rätsel hinlaufen. Und erschaffen wir uns Teile. Je größer ich diese Kisten erschaffe, desto mehr Mana kostet es. Natürlich die blaue Leiste da oben. Und... Ich mach mal... Das sieht so aus, als wollte ich da oben noch hin. Also, erschaffe ich mal darauf was und das war zu nah an der Kante. Nein! Oh shit. Jetzt muss ich da erst wieder hoch. Und jetzt noch. Es muss schon halbwegs die Form einer Kiste haben, sonst müssen wir es nicht und. Da komme ich jetzt aber auch wohl hoch. Für einen alten Mann kann der auf jeden Fall gut springen. Und irgendwas kann ich da doch... Also die Flasche kann ich selbst nicht direkt levitieren, Dings. Ha, eine Wippe. Das kann ich aber machen und... The wizard saw a glimmering light coming from the shrine. No one had been able to visit it for centuries because of the ancient magic protecting whatever lay inside. Und da ist auch der Magier beim Schatz. My darling, why the painful look on such a pretty face? What is this object you are holding on to? How did you get here? The wizard touched the thief's hand and then the object. His hand got stuck. What kind of trickery is this? For once, the wizard was more interested in magic than anything else. He was also afraid for his dear life. But there was someone nearby who welcomed a challenge. At the other end of the Astral Academy, a knight had been practicing his own skills to battle the undead and prove himself worthy of joining the king's army. Between me and you, he did not quite understand what undead meant, but this was his chance to be the bravest knight of all. The knight felt it was his duty to protect the Astral Academy during this time of despair. He was on the lookout for anything unusual. Gut. Das war jetzt wieder eine ganze Menge Text, die er uns erzählt hat nebenbei. Aber wie der alte Sack von Magier direkt mal anfängt, mit der Diebin zu flirten, ist doch sowas von klar, oder? Gut, und unser letzter Charakter ist hier der Kämpfer. So, wie komme ich da hoch? Ah, so komme ich da dran. Das hatte ich eben irgendwie auch nicht.
Er kann, wie es sich für einen Kämpfer gehört, kämpfen. Das macht Sinn. Und er kann sich mit dem Schild verteidigen. Academy Master. Ich wette, das Achievement heißt, dass sich alle Erfahrungsteile in der Astral Academy, also im Tutorial, gefunden haben. Oh! What's this? Autsch. Wobei, Autsch, ein bisschen übertrieben ist, wenn man kein Leben verliert, oder? Gut, ansonsten, er ist, glaube ich, etwas stärker als die anderen Charaktere, kann also ein bisschen mehr bewegen. Ja. Ich werde sie alle drei brauchen. Oh, oh, oh. What's going on? Komm, lass mich durch. The knight saw a faint light coming from the age-old shrine. Could there be a thief? Was this the knight's day of honor? He had sworn an oath to himself to protect the shrine and the academy. Nothing could stand in his way. What's going on? The knight joined in, taking a firm grip of the object's third side, in a way that only a mighty warrior can. Oh no. This doesn't bode well. What doesn't bode well? Oh, sorry, dass ich das jetzt gedacht habe. There was a flash of light, and the wizard, the thief, and the... Enze? Was war das gerade? Our new heroes were overwhelmed by the effect of the mysterious object. The wizard tried hard to remember everything he'd learned of the...